Es ist eine lange Geschichte. Doch es lohnt sich, sie zu hören. Sie beruht auf dem, was ich sah, dem, was ich hörte und auch dem, was ich fühlte. In ihrem Mittelpunkt der Planet, das Schicksal und die untrennbaren Bande der Freundschaft. Von all dem will ich euch nun berichten. Die Makostadt, Midgar. Der Hauptsitz des gigantischen Shinra-Konzerns, der den Lebensstrom des Planeten anzapfte, um daraus Energie und große Reichtümer zu gewinnen. Der Planet schrie um Hilfe, aber niemand vernahm sein qualvolles Flehen. Fast niemand, denn eine Ausnahme gab es dann doch. Die Anti-Shinra-Gruppierung Avalanche. Zusammen mit einem ehemaligen Shinra-Elite-Krieger namens Cloud Strife verübten diese mutigen Kämpfer einen Mako-Reaktor-Anschlag. Auf der Flucht durch Midgars zerstörten Sektor 8 traf Cloud auf das Blumenmädchen Aeris. Sie gab ihm eine gelbe Blume. Als Zeichen für ein Wiedersehen. Und so setzten sich die Räder des Schicksals in Bewegung. Nach dem ersten Anschlag nahm Avalanche als nächstes Mako-Reaktor 5 ins Visier. Unwissend, dass Shinra genau das wollte. Der Konzern bog sich die Wahrheit zurecht und täuschte das Volk. So stand Avalanche plötzlich als Terrorzelle da, die mit ihren Aktionen die Slums von Sektor 7 auf dem Gewissen hatte. Gute Freunde starben und Verzweiflung machte sich breit. Aeris sah keine andere Möglichkeit, als sich in Shinras Hände zu begeben. Aeris war die letzte Nachfahrin der Zetra, der Ureinwohner dieses Planeten. Und Shinra war auf der Suche nach dem verheißenen Land, von dem die Legenden der Zetra berichten. Ein Ort, zu dem Aeris der Schlüssel zu sein schien. Um ihre Freundin zu befreien, wagten sich Cloud und die anderen mutig in die Höhle des Löwen. Dort trafen sie auf mich, ein Testobjekt aus Hojos Labor. Und gemeinsam gelang es uns, Aeris zu retten. Doch kaum war dies geschafft, stand uns schon die nächste Herausforderung gegenüber. Der legendäre Held, Sephiroth. Dieser bewies, dass Todgeglaubte länger leben und entkam mitsamt Genova, dem Ursprung von allem, aus dem Forschungslabor des Shinra-Gebäudes. Auch uns gelang die Flucht auf die Schnellstraße, wo wir uns eine wilde Verfolgungsjagd mit Shinras Truppen lieferten. Dann tauchte Sephiroth wieder vor uns auf. Ein ohrenbetäubendes Klagen durchdrang Mark und Bein. Die Hüter des Schicksals, die Mäuren, hüllten Midgar in Dunkelheit. Vor der Mauer des Schicksals sprach Aeris zu uns. Dies sei ein Scheideweg. Wir erfuhren, dass die Mäuren bis zu diesem Zeitpunkt jeden unserer Schritte gelenkt hatten. Doch jetzt waren wir am Zug. Hinter der Mauer konfrontierten wir Sephiroth, der das Schicksal die ganze Zeit über manipuliert hatte. Mit einem gewaltigen Schlag, getrieben von unserer Hoffnung, sprengte Cloud die Ketten. Von diesen befreit und das Schicksal damit in unserer eigenen Hand, fanden wir uns in der weiten Welt vor Midgar wieder. Dies war der Anbeginn, der eigentliche Start unserer Reise in das große Unbekannte.
Beeil dich, Cloud. Wir berichten live von der Schnellstraße. Hier sieht man das volle Ausmaß der Zerstörung. Gebäude liegen in Schutt und Asche und Teile der Straße sind eingestürzt. Aus den Trümmern steigt Rauch auf. Es ist, als würde man vor riesigen Scheiterhaufen stehen. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Wie der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handele sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. Sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Dieser Sturm hat hier eine ganz schöne Verwüstung angerichtet. Soll wohl irgendwas explodiert sein? Da war doch bestimmt der Wind dran schuld. Die Katastrophen reißen einfach nicht ab, was? Angehörige von Shinras Garde untersuchen weiterhin die eingestürzte Schnellstraße. Ein Verdächtiger scheint geflohen. Hey, ein Ex-Soldat. Er trägt ein Panzerschwert. Womöglich lebt er noch. Wiederhole. Potenziell flüchtiger Ex-Soldat mit einem Panzerschwert. Hey, da vorne! Bring den Kahn rüber! Mach den Helikopter! Offenbar wurden Überlebende gefunden. Mist! Film schnell was anderes! Sorry. Pass mal kurz auf den auf. Wird nicht lang dauern. Und keine Sorge. Bloß eine Makrovergiftung. Warte!
Und damit jetzt herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Rebirth. Ich war gerade selber total überrascht. Ich dachte, das geht da weiter, wo es aufgehört hat mit dem Remake. Vor allem, weil wir ja auch die Demo gespielt hatten und ich dachte, da kommt jetzt das mit Nibelheim. Nein! Wir sind komplett auf Sack im Moment. Aber was war das? Sind wir jetzt gerade in der Zukunft? Ich meine, anscheinend, wie wir gesehen haben, ist fast komplett Midgard zerstört, inklusive das Shinra-Hauptgebäude. Und Avalanche, also unser Team, ist komplett bewusstlos in den Händen von Shinra? Hä? Okay. Ich kann nicht Sack spielen. Warum? Alter, ist das laut hier! Aber hatte ich das schon leiser gemacht? Okay. Kann ich gerade nicht. Okay, ich komme nicht in die Toneinstellung. Alles klärchen. Gut, dann müssen wir uns hier erstmal... Ist hier noch irgendwas zum Einsammeln oder so? Nö. Okay, auf jeden Fall freue ich mich. Das ist schön. Also war die Demo wirklich nur zum Antesten und nichts weiter, was da gespoilert hat. Nö. Kann meine Waffe aktuell nicht benutzen. Auf jeden Fall spielen wir den guten Zack. Ist der Hubschrauber hier abgestürzt. Gut, gut. Okay. Das fragt ihn mich jetzt wirklich, wie... Hört sie nicht an! Seht, ein Panzerschwert! Avalanche! Was hast du denn draus, Zack? Ich meine, wir haben ja gesehen, dass sie alle bewusstlos waren. Und Red ist wohl aufgewacht. Das war's! Okay. Zack ist gewöhnungsbedürftig, wenn ich jetzt mal so erwähnen darf. Los! Auch das noch. Was? Ja. Wenn er mal so ein Riesending einfach mal so durch die Gegend schleift. Das war's. Nimm das. Okay. Aber gut gekämpft. Aber sechs Frontalangriffe scheint gut zu sein. Mai, oh Mai, das war garantiert alles jetzt mit Zack Blick in die Zukunft. Na dann, lass mal hören. Sonst werde ich alle bewusstlos. Sephiroth,
Was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Bei Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann nur Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Severus. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Es gießt wie aus Kübeln. Hey, ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Ruhig Blut. Ist gar nicht so leicht. Kinder. Hey, wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja? Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makroreaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Das ist ja meine Heimat. Ungeheuer versperren den Weg! Los! Nimm den da! Warte im Wagen! Nichts da! Geht schon! Okay, dann machen wir mal kurz platt hier. Alles klar, jetzt sind wir auf jeden Fall in den Bereich, was uns die Demo gezeigt hat. Aber das ist mal nix. Gehört dazu, machen wir kurz mit. Sehr schön. Aber ich werde diesmal wahrscheinlich nicht die ganzen Erklärungen vorlesen. Das hatten wir in der Demo schon. Das ist im Grunde genommen auch das gleiche wie im Remake, wie halt Materiesystem, Waffen und so weiter funktionieren. Das kennen wir ja. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf die Story. Und Sephiroth ist immer noch cool. Sephiroth war eine Klasse für sich. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht? Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir.
Ja. Aber allerdings, es ist mir selber damals in der Demo nicht aufgefallen. Und ich werde da jetzt auch nicht unbedingt drauf eingehen, weil ich nicht spoilern möchte. Aber ihr sagtet mir ja schon in der Demo, dass man hier mit Cloud rumläuft, ist nicht ganz richtig. Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal! Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja, dazu komme ich noch. Wozu erzähle ich das? Kommt, weiter. Oh. Herzlich willkommen! Ich bin der Bürgermeister Xander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte. Bis zum Abend bist du freigestellt. Okay, was ich damit sagen wollte, also das ist das, was ihr mir gesagt habt. Jo, das ist das mit dem Hauptmenü, das sagte ich ja, Erklärung. Jo, dass wir uns bewegen können, wissen wir auch, das wissen wir ja dank der Demo, deswegen brauche ich die Erklärung ja nicht mal alle vorlesen. Ich sagen wollte, es ist zwar Clouds Heimat, Nibelheim, Cloud war wohl auch anwesend, aber allerdings ist die Person, die wir hier spielen, nicht Cloud. Das ist das, was ihr mir gesagt habt, sondern jemand anderes. Ich selber weiß es nicht, da ich ehrlich gesagt das so genau mich mit der Geschichte nicht auskenne. Aber das ist auch nicht schlimm, da glaube ich euch, da seid ihr die Experten. Lass mich hier mal, danke. Gut. Guck mal, Truhe, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir werden auch gemütlich spielen, also wir werden hier nicht durch das Spiel durchrennen wie bekloppt oder so und dann die Hälfte übersehen. Da gucken wir uns lieber in Ruhe um. Diese Lampe, ich dachte gerade, wie stark bist du eigentlich? In der Demo ging es damals in erster Linie nur, um sich das mal anzugucken. Jetzt können wir uns genauer umgucken. Ich weiß, ich hätte das Ganze hier auch überspringen können. Es geht ja, wenn man die Demo gemacht hat, wollte ich aber nicht. Es gehört zum Spiel mit dazu. Okay, doch auch noch eine Truhe? Gut, die habe ich gar nicht gesehen in der Demo. Dankeschön. Den geben wir hier. Und Megatrink, hier, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich glaube, reinkommen wir auch nur in bestimmte Häuser, ne? Und zwar Tifa hat das von seiner Mutter. Und die Taverne, glaube ich, ne? Hier kommen wir mal nicht hin. Und ich glaube, den Turm kommen wir noch hoch, wenn ich das in der Demo richtig gesehen habe. Das ist die Kirche, ne? Kommen wir da rein? Das ist das Rathaus, okay, nicht die Kirche. Da kommen wir aber auch nicht rein. Alles klar, wir gehen erstmal das Türmchen hoch. Jo, ich weiß, Karte. Wenn ihr die ganzen Erklärungen vorgelesen haben wollt, dann guckt euch einmal das Video von der Demo an. Da habe ich alles schön klein vorgelesen. Müssen wir jetzt nicht mehr machen. Ganz so wie immer. In den 2 Jahren in Midgar hatte sich rein gar nichts geändert. Wirklich? Okay, ich bin darüber überlegen, wir hatten ja in der Demo und Tifa in den Kleiderschrank geguckt. Es soll hier im Spiel ja so eine Art, wie heißt das, so eine Art Belohnungssystem geben, ne? So ein,
Also, dass man hier quasi... Man kann Negativpunkte, man kann Pluspunkte bei verschiedenen Charakteren. Je nachdem ändern sich die Cutscenes. Ich werde überlegen, ob ich diesmal nicht reingucken soll oder ob ich reingucken soll. Ich weiß halt nicht, welche Auswirkungen das Ganze hat. Nein, hier wollte ich noch nicht rein. Lass mich raus. Ich bin noch nicht fertig. Ich will doch erstmal die einzelnen Häuser durchgucken. Allgemein, warte mal, da ist die Kneipe. Lass mich hier mal kurz sehen. Wie? Hier sind wir gerade, ne? Die Herberge? Ne, da sind wir. Bei der Herberge. Gut, Position auf der Karte. Schau dich Nibelheim um. Ja, würde ich gerne. Das ist die VC-Herberge. General Store. Marina? Da kann man auch nicht rein, der Demo, ne? In den Shop? Ich kann mich da zumindest nicht dran erinnern, oder ich hab's nicht gesehen. Ah, einer der freundlichen Helfer von Shinra. Schön, dass Sie da sind. Shinra? Shinra? Ach, jetzt sehe ich's erst. Du bist ja Cloud. Ist mir im ersten Moment gar nicht aufgefallen. Gut, kaufen können wir ja auf jeden Fall nix. Ich muss zum Rathaus, um Sephiroth zu sehen. So besonders ist der Gute nur auch nicht. So, mal kurz gucken. Man kam hier doch irgendwo. Das will ich jetzt auf keinen Fall verpassen. Lasst eure Kinder nicht draußen spielen. Nein, nein, hier ist das nicht. Das muss eins von den Häusern hier sein. Wir kamen auf jeden Fall einmal in Tifas Haus und es gab eine kleine Cutscene. Das wissen wir ja von der Demo. Das ist die Herberge. Ja. Da bin ich. Genau, das ist, glaube ich, seine Mutter, ne? Genau, war leicht verwirrt. Das hat nichts mit dem Vorfall zu tun. Na und? Mich interessiert's trotzdem. Mich auch. Ja, erzähl ruhig ein bisschen. Wenn's sein muss, natürlich muss es sein, Cloud. Das gehört dazu, wir wollen's sehen. Mein Vater ist gestorben, als ich noch ein Kind war. Außer meiner Mutter war also niemand zu Hause. Ich hatte sie seit etwa 2 Jahren nicht gesehen. Und es sollte das letzte Mal sein, dass ich es tat. Hm? Schon unterwegs? Nicht wahr? Cloud, du hier? Hallo, Mama. Ach, wie schön. Komm schon rein. Lass dich mal anschauen, junger Mann. Hm. Steht dir wirklich ausgezeichnet? Ihr habt ja schicke Uniformen bei Soldat. Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ich will doch schwer hoffen, du isst auch vernünftig. Sag mal, Cloud. Aber weißt du, Cloud? Findest du nicht, Cloud? Keine Angst. Ich werde immer, immer... Das reicht jetzt aber. Naja, Cloud erzählt nicht gerne über seine Vergangenheit, ne? Aber gut, zumindest ein bisschen haben wir über seine Mutter erfahren. Und dann war das hier Tifas Hütte selbstverständlich. Du warst auch bei mir zu Hause? Ja, waren wir. Ich dachte, du wärst vielleicht da. Sehe ich das richtig? Ihr wart also Nachbarn? Ja, aber so viel Kontakt hatten wir gar nicht. Aus verschiedensten Gründen. Und der Größte warst sicher du, was? Ja, gut, irgendwie konkreten wir uns hin, aber ich finde es immer noch total hübsch. Vor allen Dingen mag ich diese guten alten Wildscheibtelefone, die ich immer noch vermisse. Oh, guck mal. Das war für unsere Katze. Wie hieß die noch gleich? Mozzi? Genau.
und war eigentlich immer unterwegs. So auch an jenem Tag. Stimmt, die gute Katze Motzi. Richtig, die arme Katze. Okay. Ah, schön. Ja, ich bin echt am Überlegen, ob wir das noch machen sollen. Ich weiß halt nicht, welche Auswirkungen das hat. Irgendwelche Auswirkungen hat das sicherlich, aber welche? Nicht, dass wir tiefer da irgendwann stinkig auf uns machen, weil wir ihren Kleiderschrank durchsucht haben, ne? Aber ich kann da nicht anders. Die Szene ist einfach zu göttlich. Wir müssen es machen. Es geht nicht anders. Alter, ja moi. Ja, schön. Ja, Alter, gut. Frage ist, dürfen wir die Sache behalten, ne? Wir sind hier ja quasi in einer Rückblende. Du warst in meinem Zimmer? Ja. Da ist das Klavier und so. Ich weiß nicht. Ich meine, allein um verschiedene Sachen zu sehen, glaube ich, wenn wir uns diesmal doch dagegen entscheiden. Und da kam ja der schöne Spruch, für diejenigen, die die Demo nicht gesehen haben, wenn ich mich dafür entscheide, in den Schrank reinzugucken, kommt der Spruch, klaut das Schwein von beiden Mädels. Das hat bestimmt irgendwelche Auswirkungen. Wenn wir jetzt mal nicht das reingucken... Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Nein, war bloß Spaß. Wir entscheiden uns diesmal dagegen. Haha, sehr komisch, Cloud. Was hast du dir dabei nur gedacht? In welcher Zeit lebst du eigentlich, Cloud? Es ist auch nicht besser. Jetzt guckt man nicht rein, wird trotzdem... Okay. Oh ja, die Hölle auf Erden. Das Klavier. Oh ja, guck mal. Da sitzt ein Mugri als Stofftier. Ist schön. Kommen wir da eigentlich hier rein? Ich will noch mal ganz kurz was googeln. Jojo. Ja, ich will jetzt nicht die Erklärung wissen, sondern einmal hier. DLC. Genau. Herunterladbare Inhaltebonus sind erst verfügbar nach dem der Abschnitt. Alles klar, wir müssen erst das erste Kapitel durchmachen. Weil dadurch, dass ich Speicherstände vom Remake und vom DLC mit Yuffie und von der Demo drauf habe, gibt es extra Sachen im Spiel. Wir müssen es aber erst durchkriegen. Okay. Also erst das erste Kapitel. Jo, das kriegen wir sowieso wieder nicht hin. Hast du auf dem Klavier gespielt? Du hättest mich hören sollen. Wir probieren es nochmal. Ich habe es völlig vergeigt in der Demo, aber wir probieren es definitiv nochmal. Oh, yeah. Okay. Okay, ich will jetzt aber nicht einfach so rumklimpern. Wo war das nochmal? Man konnte doch irgendwo einstellen. Jo, ist ja gut. Ansicht ändern? Das ist es nicht. Vorführung beenden? Wir konnten nochmal irgendwo... Geht das nicht mehr? Hat er das von der Demo übernommen? Ich konnte hier doch irgendwo den Song Ziffer 7 nachspielen. Geht offenbar nicht mehr. Nö. Okay. Dann müssen wir da wohl leider... Das tut mir leid. Und das war nur in der Demo so. Auch ein Alleskönner muss wohl seine Schwächen haben. Was hast du dir dabei bloß gedacht? Schuster, bleib bei deinen Lasten. Was? In der Demo haben sie gesagt, du musst uns unbedingt mal was vorspielen. Okay. Ne, aber ich muss sagen, in der Demo haben wir hier natürlich das Klavier geklickt, tiefer Sim gefunden. Die konnten wir hier nachspielen. Diesmal nicht. Diesmal definitiv nicht. Okay, ist nicht schlimm? Nein, wir gucken jetzt nicht in den Schrank. Ist hier noch irgendwas? Pflanze können wir nicht mitnehmen, ne? Nein. Okay, dann lass uns hier mal wieder raus. So, dann müssen wir jetzt in die Herberge. Das ist der General Store. Dann lass uns rennen. Yo, immer diese Groupies zu. Schlimm. Hier. Und er hier, da bin ich in der Demo von ausgegangen, das ist Tifas Vater. Einer von Shinras Soldaten, hä? Und Sie? Mein Name ist Sangan. Ich reise umher quer durch die Lande, um den Kindern meine Kampfkunst zu lehren. Hm?
Definiert, aber viel zu mickrig. Iss mal mehr. Lassen Sie das. Wär doch auch mein Schüler. Hm? Kein Bedarf. Hab ziemlich viele in deinem Alter. Genau genommen? Exakt. 128. Hier in Nibelheim unterrichte ich ein Mädchen namens Tifa. Kennst du sie vielleicht, diese Tifa? Ja. Ist ziemlich talentiert. Wird sicher stark. Niemals. Wie bitte? Wie kann man nur so blind sein, Cloud? Ist halt lang her. Immer wieder gut. Ich muss mich entschuldigen, ich bin echt gerade jetzt zum Release von Rebirth völlig erkältet. Das tut mir echt leid. Auf jeden Fall bin ich ja davon ausgegangen in der Demo. Das ist Tifas Vater. Ihr habt mir zwar nicht verraten, wer er ist, aber ihr habt mir ich muss seine Bewegung achten und auf die Hintergrundmusik bei ihm achten. Das ist definitiv nicht Tifas Vater. Gut, da wüsste ich nur ein. Wenn wir nach dem DLC von Yuffie gehen, sie redet ja von ihrem Vater, nennt aber keinen Namen. Allerdings bewegt er sich ähnlich wie Yuffie und die Wu-Tang-Musik läuft im Hintergrund. Also, mittlerweile glaube ich, aber hundertprozentig sicher bin ich mir auch nicht, er ist Yuffies Vater. Allerdings müsste der denn ja in Zukunft im Knast sitzen. Ach, du bist wieder da. Sephiroth ist auch schon zurück. Das ist gut. Sephiroth ist oben. Und wir gehen auch zu Sephiroth. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge, damit ich diese heute noch rauskriege. Und machen danach weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi. Die Jungs aus der Stadt machen echt was her. Kein Vergleich zu unseren Dorftrampeln hier. Genau, Dorftrampel. Tell me something I haven't heard before, 'cause I'm ready.